So, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Reaction-Video von mir, dem D-Spyro. Ich habe es ja auch schon in meinen letzten Reactions erwähnt, dass ich die Death Battle Reaction-Videos weitermachen will. Und ich komme heute zur Death Battle zwischen Starcream und Rainbow Dash. Rainbow Dash ist natürlich klar, aber wie gesagt, Starcream weiß ich leider nicht, was das für ein Charakter ist. Ich werde es wahrscheinlich im Laufe des Videos jetzt gleich sehen. Das Einzige, was ich nur lesen konnte aus der Videobeschreibung, dass es ein Transformers anscheinend ist. Also ein Transformers gegen ein Pony. Da bin ich echt mal gespannt, auf was das hinausläuft. Ich meine, es ist klar, wem ich die Daumen drücke, aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Rainbow Dash leider hier als Verlierer herausgehen wird. Das ist meine Vermutung, die ich vorher am Anfang äußere. Das werde ich wahrscheinlich jetzt auch bei den anderen drei Reactions machen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich mit meiner Vermutung da richtig liege. Ich habe ja beim letzten Death Battle Video zwar auch für eingestimmt, aber das war nur, weil ich Spyro die Daumen gedrückt hatte, unbedingt, weil ich ja unbedingt wollte, dass er gewinnt. Deswegen lasse ich das mal so außen vor. Hier vermute, versuche es jetzt objektiv zu betrachten und deswegen denke ich, der Sieger der Death Battle wird Starcream sein. Lassen wir uns überraschen und schauen wir mal, wer aus dem Duell als Sieger hervorgehen wird. Ich starte die Death Battle zwischen Starcream und Rainbow Dash jetzt. This episode of Death Battle is brought to you by Gamefly. Gamefly. Zeit für eine weitere Death Battle! Television has been used to market toys to boys and girls for generations, ranging from G.I. Joe to Barbie and Transformers to My Little Pony. Are we really doing this? Yes. Yes, we are. Alright, well, Starscream from the first generation Decepticons and Rainbow okay, Dash. Okay, Starscream heißt er, Starcream. Entschuldigung dafür. And it's our job to analyze their weapons, armor and skills to find out who would win a death battle. Starscream is the air commander of the Decepticon battle fleet. He constantly seeks power and often attempts to usurp Megatron's leadership of the Decepticons, with little success. He has two forms, giant robot and jet. His robot form is primarily meant for ground travel, though it can fly short distances. This form's weaponry consists of cluster bombs, missiles, machine guns and his trademark null ray, a laser that also, liebe down Leute, anything, das uses ist nicht einfach für he can Rainbow transform Dash. Into an F-15 Eagle, a twin-engine all-weather fighter jet with top speeds reaching Mach 2.8, nearly three times the speed of sound. In jet form, he can fire three different types of homing missiles, from short-range sidewinders to long-range slammers. And if those don't do the trick, he's equipped with an M61A1 ne, minigun, natürlich. That fires 20mm ammo at 6,000 rounds per minute. Fun fact, it also works great for hunting. Starscream is a coward and uses cheap tactics, often shooting his opponents in the back. However, his deadliest weapon is arguably his silver tongue. While he is not the strongest Decepticon, he is a clever and deceiving speaker who can worm his way into favorable positions. Despite this, he is a terrible strategist. Most of his plans instantly go wrong. Like when he took over the Decepticons because Megatron had a sore throat. Too bad! He's blown his vocal components. I guess that makes me the new leader. It was short-lived. And yet, his persistence paid off, and he was eventually crowned leader of the Decepticon faction. Again, short-lived. Starscream was king for a whopping 20 seconds, a personal record. However, after his death, 20 Sekunden Starscream König, discovered that das his ist spark, or life force, was ja. somehow indestructible. And a good thing too, es because since then, könnte auch länger sein, aber anscheinend his hat er das nicht drauf spark gehabt. Can possess machinery. He has taken over several other Transformers, robots, and even a cybernetic schoolgirl while she was using the bathroom. What? Unfortunately, his poor knowledge of human society led him to forget to pull up the girl's underwear, making him the laughingstock of the school. Props to you, Japan. I didn't see that one coming. You're an idiot, Starscream. Rainbow Dash! Rainbow Dash is a Pegasus pony from Equestria, the magical land of ponies. Ugh. After dropping out of flight school, Rainbow found a job in Ponyville as weather manager. She is a strong, agile flyer with great durability and resilience. She can smash the black belt in karate. Back up. Wonderbolts, a superb team of flyers who are kind of like the Blue Angels. Except they're ponies.
She is also a black belt in karate. How does a pony learn karate, let alone master it? Ow. As a Pegasus pony, Rainbow can control weather. She can use the clouds in the sky to manipulate lightning strikes or precipitation. Also, she can create and control giant tornadoes. She's also got some other moves, like the Buccaneer Blaze, which apparently is so amazing it can't be shown on screen. Also, wenn ich mir das so angucke, dann glaube ich, sollte ich meine Voreinschätzung vielleicht nochmal überdenken. And you know what? She's right. By calculations according to this guy, Rainbow Dash can fly 5 times the speed of sound with ease. This is apparent through the Mach cone that often forms around 1800 miles per stunde. And the angle of which proves she can reach up to Mach 5 speeds. This is a pony, a baby horse girl toy. Why is it so awesome? And upon reaching Mach 5, she enters hypersonic speeds to create the Sonic Rain Boom. Boom! With this, her speed doubles instantaneously to Mach 10. And somehow, the resulting Sonic Boom completely shatters the visible light spectrum. Not to mention, the Sonic Boom itself is apparently strong enough to split solid rock and shake entire mountains. Rainbow is brash, athletic, and extremely... Ja, wenn ich mir das so angucke, könnte ich denken, mit dem Sonic Rain Boom gewinnt sie. Aber trotzdem, ich hab nun mal vor dem Video eine Einschätzung abgegeben, dabei muss ich auch bleiben. Okay, Zeit für die Death Battle. But first, apparently all of you haven't signed up for your free trial of Gamefly yet. So we have to tell you about it again. Gamefly is the largest online. Und natürlich kommt die Werbung auch noch. Offers you over 7,000 titles across all consoles and handhelds. Plans start at $15.95 a month. Members can rent 1 to 4 games at a time for as long as they want, with no late fees, no due dates, and free shipping. And if you like the game enough, you can buy it for a discounted price. Everyone go to gamefly.com/deathbattle and get 15 free days of games. But right now, it's time for a death battle! Jawohl, los geht's! Who dares challenge the mighty Starscream? Rainbow Dash. Hi there! Fight! Fight! A pony? I'll crush you in an instant! Prepare to be annihilated! You talk a lot. Hey! That's it! I am going to kill you! Tag! You're it! Tja, dafür ist sie einfach zu schnell und zu wendig. Alright. Don't move. You're not very good at this game, are you? Debbie! Der saß. Alright, it is. Oh, der Tornado. Ja, natürlich. Just let me go. Well, I don't know. I mean, I know I should love and tolerate, but wait. Oh. What's that? Die! Feigling. Da haben wir's wieder. Sie rettet sie zurück auf ihn, oder? Sonic Rainbow! Ja, es war so klar! Oh, yeah. That was awesome. Und Rainbow Dash gewinnt. KO!
Rainbow Dash wins! Pony is a monster! Rainbow's speed and agility were more than a match for the clumsy Starscream. And it doesn't help that his aim is even worse than a Stormtrooper's. Not to mention that Lil Ray is designed to destroy electronics, not living ponies. She just ate a Transformer! Yes, and while Rainbow might experience some mild indigestion, Starscream's not going anywhere anytime soon. Well, she put the pwn in pony. The winner is Rainbow Dash. Next time on Death Battle. Na, wer nimmt's beim nächsten Mal auf? Hey, you got an idea for a death battle? Leave it in the comments below. And remember, the next episode is the last one featured on YouTube and Revision 3 before Death Battle goes exclusive to the new ScrewAttack.com. Which is now live, so go check it out. Also, a big thanks to Zach Wilson, Erica Mendez, and Jim Sterling for lending their voices to the episode. Thanks for watching. ScrewAttack. Und das war's. Jawohl! Also, das zweite Mal schon, dass der Charakter gewonnen hat bei der Death Battle, für den ich heimlich die Daumen gedrückt habe. Aber ganz ehrlich, es war am Ende dann doch ziemlich eindeutig. Aber nachdem ich, wie gesagt, den Vergleich zwischen beiden gesehen habe, war es mir irgendwie auch klar, weil so jemand kann eigentlich gegen Rainbow Dash nicht wirklich was ausrichten. Also, er hat ja wirklich nur das ausgespielt, was eben in der Vorabvorstellung auch vorgetragen wurde. Dieses Feiglinghafte und auch dieses Unbeholfene so ein bisschen, dass er gerne die Gegner in den Rücken schießt. Also hat er alles in Tragen gebracht, aber wirklich erfolgsversprechend war es nicht. Das haben wir gesehen. Also, ich hatte mir halt von dem Transformer irgendwie ein bisschen mehr versprochen. Ich kenne ja die Transformers-Serie nur überhaupt nicht. Ich habe ja damit auch nicht wirklich was zu tun. Habe einfach nur eben meine Fernerfahrungen ein bisschen einfließen lassen, aber die war anscheinend gänzlich verkehrt. Aber wie dem auch sei, also es war dann am Ende dann doch sehr, sehr eindeutig, dieses Death Battle. Und ich freue mich natürlich, dass Rainbow Dash gewonnen hat. Und ich bin mal echt gespannt, wie es dann bei den anderen beiden Death Battles noch aussieht mit MLP. Twilight ist ja noch dabei und auch Pinkie Pie. Auf das mit Pinkie Pie freue ich mich sowieso schon ganz besonders, weil da kann ich bei dem anderen Charakter auch mitreden. Aber das ist alles Zukunftsmusik, dazu komme ich später dann irgendwann mal, wenn ich die Reaction dazu aufnehme. Aber trotzdem, das war eine sehr unterhaltsame Death Battle, war sehr, sehr lustig. Und ich bin mal echt gespannt, inwieweit die anderen Death Battle Videos diesem Humor in nichts nachstellen werden. Ich hoffe es zumindest. Das war's erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch bei den nächsten Videos dann wieder. Euer D-Spyro. Ciao!